Nächster Redner ist der Abg. Markus Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Ziel der Hessischen Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen ist seit Beginn der Pandemie ganz einfach. Wir wollen Leben schützen, wir wollen die Gesundheit schützen, und wir wollen davor schützen, dass das Gesundheitssystem überfordert wird. Und alle Maßnahmen sind dem untergeordnet. So einfach kann es sein. Zweitens. Jede Maßnahme, die die Bürgerrechte einschränkt, die das Alltagsrechte einschränken, die das Leben unangenehm machen, die das Gesundheit von Menschen sogar bedrohen, von Kindern, die psychische Gesundheit. Alle dieser Maßnahmen sind immer nur so verordnet worden, dass sie nicht einen Tag länger in Kraft sind, als dass sie wirklich notwendig sind. Keiner macht das hier aus Dafke und für Spaß. Das muss man definitiv mal festhalten. Ich habe heute Morgen erst noch die Zahlen mir geben lassen zu der Frage, überraschenderweise zu den Notfallbetten für die Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. Das sind bei über 2.200 Betten, die wir in Hessen haben, haben wir nur 80 freie Betten, die für eine Beatmung möglich sind. 80. Das ist etwa konstant die letzten vier Wochen. Es schwankte mal zwischen 80, mal 100, mal 90. Jetzt sind wir bei 80. Aber das ist keine immense Fülle. Das ist kein gigantischer Puffer, der uns in die Lage versetzt, zu sagen, oh, wir sind mal mutig. Wir hauen mal die Öffnungen raus, und dann gucken wir mal, wie es endet. Weil wir haben immer noch eine ganz hoch prekäre Situation auf den Intensivstationen, und wir wollen nicht mit dem Leben der Menschen in diesem Land spielen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb haben wir auch in Hessen die Bundesnotbremse mitgetragen. Sie scheint zu wirken. Gott sei Dank scheint sie zu wirken. Und ich glaube, die Maßnahmen, die jetzt, ich habe auch von der Opposition, ich war ja ein bisschen überrascht, Frau Faeser, auch von Herrn Rock, also an einer gewissen Oberflächlichkeit die Kritik, es sei chaotisch und es sei fehlerhaft. Und wir haben von der Hessischen Landesregierung auch Grüne, auch der Herr Wagner und Frau Klaus von jedem ersten Tag an hier gesagt, erstens, es werden viele Fehler gemacht. Es ist eine stressige Zeit, es ist eine Krisensituation. Aber jede Entscheidung, die getroffen wird, ist abgewogen worden, mit Experten diskutiert worden, in drei Krisenstäben, in ein Corona-Kabinett. Jede Entscheidung, die getroffen wurde, hatte das Ziel, die Gesundheit der Menschen zu schützen. Aber auch Herr Bouffier hat wörtlich hier gesagt, man kann jede Entscheidung auch durchaus anders treffen. Man wird erst im Nachhinein schlauer sein. Und ich kann nur feststellen für dieses Land, die Krise geht zurück, die Pandemie geht zurück, und die Maßnahmen sind offensichtlich erfolgreich. Das mag der Opposition nicht gefallen, aber das ist ein Fakt in dieser Stunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich finde es richtig, dass wir darüber diskutieren, was falsch gelaufen ist. Und ich habe auch hier den Bundesgesundheitsminister Spahn zitiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in die Situation kommen werden, dass dieser Satz Gültigkeit erhält. Wir haben uns nach der Krise eine Menge zu verzeihen. Das gilt für die Regierung und deren Maßnahmen, als auch für die Opposition und deren Verhalten. Beides wird zu protokollieren sein. Die Forderungen, die die Opposition erhoben hat, die sie selbst wieder einrollt, sind mindestens genauso oft, wie dass die Regierung sich eines Besseren hat belehren lassen und sich dann den Vorwurf gefallen muss, es sei ja chaotisch. Also da gibt es eine Menge Arbeit, die da passiert ist. Eine Menge Arbeit. Und ich habe weder von CDU noch von grünen Mitgliedern jemals gehört, dass sie gesagt haben, wir haben ja alles richtig gemacht. Das habe ich nie gehört. Ich höre aber immer nur, dass wir schönreden würden, wenn wir sagen, etwas funktioniert. Und ich kann Ihnen das sagen, wir hatten die Krise mit den Schutzausrüstungen. Die hat man geklärt. Wir haben das Problem gehabt, dass die Schnelltests erst im Oktober letzten Jahres kamen. Jetzt sind sie vor Ort und ausgebreitet. Es war das Problem, Impfzentren zu kreieren. Da wollten Sie schon Hausärzte einbinden, wo es überhaupt noch keinen Impfstoff gab. Jetzt ist der Impfstoff bei den Hausärzten. Jetzt sagen Sie, sind die Hausärzte überfordert. Sie müssen nur einmal die Zeitung verfolgen. Man kann nicht nur über die Regierung den Kopf schütteln, auch über das Verhalten der Opposition mit Fug und Recht. Und ich habe, nein, Herr Rock, Sie haben immer wieder dasselbe Lied. Sie behaupten, wir würden keine Fehler machen, die Regierung wird alles schönreden. Nein, die Regierung trägt die Verantwortung für dieses Land. Sie fällt die Entscheidung. Und ich wiederhole das noch einmal. Jede Entscheidung kann man auch anders fallen am Ende des Tages. Das bestreitet ja auch niemand. Aber Ihre Vorschläge, die Sie bisher gebracht haben,
Die waren jetzt nicht sonderlich so erfolgreich, dass man sagen könnte, wir setzen sie um. Ja, ich muss auch Ihnen sagen, was haben Sie denn hier für Vorschläge gemacht? Seien Sie mutiger. Wenn hier jemand mutiger ist aus diesem Kabinett, sind die Ersten, die Sie sagen, Sie sind an die Toten schuld. Sie sind doch die Allerersten. Das ist doch unangemessen. Und ich wiederhole das noch einmal, die Situation mit dem verspäteten Impfen und mit den, all den Problemen, die da dranhängen. Ja, es wurde zu wenig Impfstoff geordert über die Europäische Union und über die Europäische Kommission. Und ich sage heute noch einmal, ich halte diese Entscheidung trotzdem für richtig, dass Deutschland keinen nationalistischen Weg gegangen ist. Das ist das Ergebnis. Wir hatten zu wenig Impfstoff, weil wir einen europäischen Weg gegangen sind. Und ich weiß, weil diese Pandemie keine nationale Pandemie ist, sondern eine internationale. Und Deutschland zwar gesund sein könnte, aber die anderen Länder viele Todkranke hätten, dann hätten wir damit überhaupt nichts gewonnen. Deswegen war der Weg richtig, eine europäische Lösung zu suchen. Aber das hat zur Folge, wir haben hier weniger Impfstoff. Und Israel und Großbritannien ist eine nationalistischer Weg gegangen. Ist das der neue europapolitische Weg der FDP? Ist das Ihr europapolitisches Verständnis? Vor allem Germany first, der Rest interessiert uns nicht. Wir wollen den nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. So. Und ich komme zum Abschluss. Sie wollten eine Aussprache zu diesem Thema. Sie, ganz locker, denken Sie an Ihr Visier, das fällt uns ab. Sie wollten eine Aussprache der Opposition. Was ich feststelle als Fazit ist, Sie versuchen als Opposition, jede Aufgeregtheit, die es zu Recht gibt, über bestimmte Umsetzungsprobleme, sich auf diese Welle zu setzen. Die Frau Sommer hat damit begonnen, Frau Faeser versucht es fortzuführen. Sie versuchen, sich als Anwalt der Aufgeregtheiten hier in diesem Land zu machen. Es täte auch der Opposition gut für den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft, sich nicht zum Anwalt für die Aufgeregtheiten, sondern für Zusammenhalt einzusetzen. Für Zusammenhalt. Was wir brauchen, auch am Ende der Pandemie, gerade jetzt, wir sind am Ende, wir nähern uns dem Ende der Pandemie. Und es ist nicht entscheidend, wie man gesprintet ist. Es ist nicht das Entscheidende, wie man zu Beginn eines Marathons sprintet, sondern wann man ins Ziel kommt. Und bei den Impfungen wissen Sie auch Ihr ewig vorgetragenes Lamento von Frau Faeser, auch Sie wissen es besser, dass wir den Impfstoff, wie eigentlich vorgeschrieben, 50% zurückgehalten haben für die Zweitimpfung. Das war ein kluger Rat. Deswegen waren wir auf den letzten Plätzen. Jetzt sagen Sie, wir kommen ins Mittelfeld, darüber jubeln wir. Wir haben es Ihnen immer gesagt, dass wir dort landen werden. Das Impfen ist ein Ziel für alle Menschen, diesem ein Angebot zu machen. Wir erreichen dieses Ziel. Nur das passt Ihnen jetzt auch nicht. Ich finde, Ihre Aktuelle Stunde, die Sie hier beantragt haben, diese Aussprache, die Sie beantwortet haben, versandet komplett. Das Ding läuft. Wir haben Probleme, aber wir bearbeiten die Probleme. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet für die Landesregierung. Warte, Ministerpräsident, er wird gerade noch desinfizieren. Für die Landesregierung spricht Herr Ministerpräsident Bouffier. Vielen herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident Bouffier, Sie haben das Wort. Ich hatte nur darum gebeten, dass das Pult desinfiziert wird. Ah ja, okay. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt allen zugehört. 6 Fraktionen mal 7,5 Minuten sind 45 Minuten. Mir bleiben 7,5 Minuten. Herr Rudolph ist ja immer der, der sich aufregt, wenn der Ministerpräsident eine Regierungserklärung abgibt und im Ältestenrat und sonst wo immer sagt, aber nicht so lang. Also, liebe Freunde, gehen wir mal ehrlich miteinander um. Was haben wir gehört? Wir haben völlig unterschiedliche Positionen. Die einen halten das Ganze für falsch, die FDP so knapp daneben. Mutig sollen wir sein, prima. Die Linke kannst du vergessen. Und ja, ich komme gleich noch einmal drauf zurück. Und die SPD, je nachdem, wo sie gerade Verantwortung tragen, mal so und mal anders. Meine Damen und Herren, ich kann Sie doch verstehen. Ich will auf zwei Punkte nur ganz kurz eingehen und dann mal noch einmal die Gelegenheit wahrnehmen, darzulegen,
Was sind die Gründe, warum wir handeln, wie wir handeln? Ich fange mal ganz hinten an. Herr Kollege Rock, Sie haben gesagt, die Kinder. Ja, klar. Kita. Hessen war das Land, das die ersten Kita-Stuten gemacht hat, das die Kitas aufgelassen hat. Immer. Gleichzeitig haben wir uns damit unterhalten und im letzten Plenum eine ganz breite Diskussion, ob es nicht eine Kita, in der Kita eine Impfpflicht geben müsse. Ja, eben hat Frau Böhm von den Linken gesagt, das muss man machen. Sie haben darüber. Und die FDP hat darauf hingewiesen, es sei eigentlich schon nicht mehr zumutbar, das Flatterband, weil wir gesagt haben, wir machen den eingeschränkten Betrieb, weil wir die Gruppen beieinander halten wollen. Und diese Gruppen beieinander zu halten, hat doch Sinn. Nicht, weil wir die Kinder einengen wollen, sondern weil wir das Übertragen der Infektionen nach Möglichkeit einengen wollen. Das ist doch der Grund. Und bis heute, meine Damen und Herren, gibt es keine verlässlichen Untersuchungen, ob die einen recht haben, die immer davon sprechen, das sind die Superspreader, oder ob die anderen recht haben, die davon sprechen und sagen, wir haben dort eigentlich keine Probleme. Genau das haben wir immer wieder. Das haben wir beim Einzelhandel, das haben wir draußen, das haben wir in den Schulen. Und trotzdem müssen wir handeln. Und in einer solchen Situation, lieber Kollege Rock, bei aller Begeisterung für Modernität, für Spontanität, in dieser Situation ist das nicht die erste Wahl, sondern wenn die Dinge im Fluss sind, wenn wir eben noch nicht durch die Pandemie sind und wenn wir dafür Sorge tragen müssen, dass wir erfolgreich durchkommen, geht es nicht um Modernität, es geht auch nicht um Spontanität, auch nicht um Originalität, sondern es geht um Besonnenheit. Und genauso machen wir das, meine Damen und Herren. Vielleicht zur Einordnung. Wir können uns freuen, dass diese Zahlen zurückgehen, und ich habe sehr die Hoffnung, dass sie dauerhaft zurückgehen. Aber sie sind immer noch viel zu hoch. Vor einem Jahr, als wir auch über die Fragen sprachen, wie können denn wir wieder öffnen, da waren wir in Hessen im Schnitt zwischen 5 und 10. Und heute sind wir noch bei 80 und in einigen Bereichen über 100. Es gibt keinen Anlass zu behaupten, die Angelegenheit hätten wir jetzt erledigt. Und deshalb gehen wir schrittweise vor. Die Maßnahmen haben gewirkt, und zwar schon vor der Bundesnotbremse, schon längst vorher. Ich habe noch sehr gut vor mir, wie uns die Modellierer und all die, die überall auf den Kanälen unterwegs sind, die Explosionen der Infektionen vorhergesagt haben. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Gott sei Dank. Welchen Anteil die Bundesnotbremse hat, weiß ich nicht. Sie wird aber auch einen Anteil haben. Und ich halte es für ziemlich töricht, darüber zu diskutieren, ob das nun so viel oder so viel ist. Am Ende haben wir die Freude, dass die Zahlen zurückgehen. Und das ist gut. Und gleichzeitig gehen die Impfzahlen nach oben, deutlich. Wir haben heute 40% alle, die sich gemeldet haben in Hessen mit einer Erstimpfung, heute oder gestern. Das ist ein schöner Erfolg. Und wir werden im Juni deutlich zulegen, weil nach allem, was wir heute wissen, werden wir deutlich mehr Impfstoff bekommen. Also, das ist eine Wechselwirkung. Und diese Wechselwirkung führt dazu, dass ich mich heute auch bedanken will. Nicht die Bundesnotbremse, und auch nicht die hessischen Regelungen, mit allem Verlaub, auch nicht diese Diskussion ist das Ergebnis dieser Entwicklung. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass die ganz große Zahl unserer Bürgerinnen und Bürger sich an diese Regeln gehalten haben. Hätten die das nicht getan, hätten wir hier beschließen können, was wir wollen. Ich habe es oft genug gesagt, man kann ein Land nicht mit Verordnungen, weder mit der Bundesnotbremse noch mit den hessischen Regeln auf Dauer regieren. Das geht nur, wenn die Leute aus eigenem Interesse, aus eigener Überzeugung, trotz all des Stresses, den die haben, am Ende sagen, okay, wir halten uns an die Regeln. Das ist der Hauptgrund, warum wir heute so runtergekommen sind.
Das Zweite, meine Damen und Herren, es muss darum gehen, dass wir den Erfolg nicht verspielen. Deshalb gehen wir in zwei Stufen vor, wie wir das seit über 14 Monaten machen. Wir haben immer gesagt, wir machen Maßnahmen, wir schauen uns das zwei Wochen an, je nachdem, wie sich das auswirkt. Wenn es sich bewährt hat, kommt die nächste Stufe. Und das war ein kluges System. Und das haben die Menschen in Hessen auch akzeptiert. Und mal ganz nebenbei, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, die Menschen haben ihre Grundrechte, und die gelten immer, und wir teilen sie nicht großzügig zu. Und da sind wir gut. Hessen ist das Land, das eben nicht wie viele andere Länder reihenweise vor Gericht seine Entscheidungen aufgehoben bekommt. Reihenweise, egal wer da regiert. In Hessen haben wir ein einziges Mal sind wir unterlegen, weil wir sehr sorgfältig damit umgehen und weil mir das auch persönlich ein großes Anliegen ist. Und deshalb bleibt es dabei Stück für Stück. Und wir geben Verlässlichkeit und wir geben Planbarkeit, soweit das irgend möglich ist. Und genau das ist etwas, was wir auch fortsetzen werden. Ich kann nicht auf all das eingehen, was Sie gesagt haben. Wir haben ja die Übung, dass ich die Fraktionsvorsitzenden nach jeder Sitzung unterrichte. Beim letzten Mal hat das bei einigen Oppositionsfraktionen nicht geklappt. So etwas gibt es. Aber eine magische Presseerklärung gab es gleich. Also, wir machen ja hier politische Diskussion und nicht ein Kolloquium. Doch, doch, die SPD hat am Abend schon eine Presseerklärung herausgegeben, dass das alles nicht verständlich sei, was wir da gemacht hätten, und dass die Bürger nur Kopf schütteln. Deshalb nehme ich mir jetzt einmal Gelegenheit, Ihnen zu sagen, wie die Bürger das sehen. Meine Damen und Herren, wir haben einen klaren Plan. Ich habe Ihnen eine Dreiviertelstunde zugehört. Sie waren auch nicht dabei. Ist ja. Ja, ich habe doch nichts zu bewerten. Sie müssen ja nicht teilnehmen. Das ist ja nicht das Problem. Wenn aber jemand, der nicht teilnimmt, im Anschluss eine Presseerklärung rausgibt und erklärt, der Kollege Rudolph war es. Ah ja, nu. Herr Ministerpräsident, ich will nur rein formal auf die 7,5 Minuten hinweisen. Es ist über, aber das gilt ja für die Regierung nicht. Aber es ist ja nett. So eine Debatte gibt ja auch mal eine Chance, ein bisschen mal zu debattieren. Ihr zwei seid aber beide immer noch in der SPD. Ja. Also ich, meine Damen und Herren, ich hätte das nie angesprochen, wenn Sie jetzt heute nicht gekommen wären und erklärt hätten, dass eigentlich alles, was wir machen, irgendwie falsch ist. Wenn irgendwie ausnahmsweise was gut läuft, dann ist irgendjemand anders. Jetzt kann man sagen, Opposition, Regierung. Kein Wort hätte ich dazu gesagt. Aber wer behauptet, dass das niemand versteht und dass das nur Chaos ausübt, der muss jetzt ertragen, dass ich einfach auch mal sage, wie sind die Linien. Und die Linien sind völlig klar. Die Linien sind eben so, dass wir in Stufen vorgehen. Vorsichtig, das ist das eine. Das Zweite ist, wir lassen draußen deutlich mehr zu als drinnen, weil wir auch der Überzeugung sind, dort kann man eher öffnen. Wir haben am Anfang die Testpflicht, in der zweiten Stufe die Testempfehlung. Wir stufen genau ab und wir lassen Stück für Stück diese Freiheit nicht zu, sondern wir geben den Menschen ihre Rechte zurück in einer verantwortlichen Weise. Und deshalb kommt dem Testregime eine so große Bedeutung zu. Und wenn Sie sich das mal genau ansehen, werden Sie feststellen, nach der zweiten Woche, also in der zweiten Stufe, danach Empfehlung. Da kann ich keine Probleme sehen. Und wir haben eine sehr gute Nachverfolgungssituation. Jetzt hat niemand von Ihnen angesprochen. Wir haben doch mittlerweile die Gesundheitsämter so aufgerüstet, dass sie digital verfolgen können. Wir haben die Luca-App für ganz Hessen, haben sie allen Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt. Und es geht doch darum, nachverfolgen zu können, um Infektionsketten zu unterbinden. Und dieser Dreiklang, der ist sozusagen die Grundmelodie, nach der wir in allen Bereichen vorgehen. Und dann ist mir wichtig, ja, das ist ganz deutlich gesagt worden, junge Menschen, und das will ich heute mal sagen, Hessen war das Land, das immer für den Präsenzunterricht gestritten hat. Wie lange hat der Kultusminister sich hier anhören müssen, dass das alles gar nicht richtig sei? Ich hätte jetzt auch
zum Beispiel ab Klasse 7 gerne den Präsenzunterricht gemacht, früher. Aber da ist die Bundesnotbremse halt dagegen. Mit mir muss niemand darüber diskutieren, ob 165 klug oder falsch ist. Aber ich freue mich dafür, dass wir jetzt immer mehr in Hessen nach einem Kreis nach dem anderen in den Schulen wieder praktisch einen vollen Betrieb haben. Wir haben die Grundschulen in der Normalität. Wir werden die Klasse ab 7 haben. Wir haben die Abschlussklassen. Das ist doch gut. Und wir ganz nebenbei, wir haben auch an den Hochschulen ausdrücklich gesagt, dass es jetzt wieder mehr in Präsenz gehen soll, gerade weil junge Menschen in dieser Pandemie eine erhebliche Belastung haben und die Dauerfolgen nicht hören. Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen. Denken Sie einmal an den Sport, denken Sie einmal an die Vereine, denken Sie an die Chöre. Die können jetzt alle wieder ihre Arbeit aufnehmen. Das ist doch gut, und darüber freuen wir uns. Und ich bedauere, wenn bei Ihnen der Eindruck entstanden ist, das kann man alles nicht verstehen. Ich habe einen anderen Eindruck gewonnen. Wir werden ja nicht allzu häufig gelobt in einer Situation, die für alle schwierig ist. Aber wenn Sie mal schauen, was die hessische Wirtschaft gesagt hat, die haben sich bedankt, kommt relativ selten vor, von der DEHOGA bis über die IHK. Der Landessportbund hat gesagt, prima, jetzt können wir wieder anfangen. Das ist doch immerhin so, dass wir, glaube ich, damit nicht so ganz falsch liegen. Und deshalb, meine Damen und Herren, jetzt mal im Ernst. Wenn Sie das nicht verstehen oder das für unverständlich halten, dann bedauere ich das. Aber ich freue mich, dass es die Bürger verstehen. Und deshalb einfach zum Schluss. Man muss akzeptieren, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Das ist in Ordnung. Aber was ich nicht akzeptiere, ist, dass man ein Bild stellt von Versagen, von völliger Fehlsteuerung oder auch noch falsche Behauptungen aufstellt. Meine Damen und Herren, das ist insbesondere nicht in Ordnung gegenüber denjenigen, die tagtäglich Großes leisten. Und von daher, ich verstehe es sehr wohl, manche Sorgen, auch Verwirrung. Wie wollen Sie jemanden erklären, AstraZeneca rechtsrum, linksrum aussetzen? Wie wollen Sie jemanden erklären, Johnson & Johnson, die große Hoffnung, einmal musst du nur spritzen, plötzlich wird es ausgesetzt, plötzlich nur noch über 65 oder unter 65? Wie wollen Sie erklären die permanenten neuen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Impfkommission? Wir sprachen gerade vorhin draußen. Die Impfkommission empfiehlt jetzt, Schwangere zu impfen. Das war bisher völlig undenkbar. Und intellektuell kann ich das alles verstehen. Ich habe mit denen allen diskutiert. Und da haben die gesagt, wir sind Wissenschaftler. Wir müssen das bewerten, was wir neu erkannt haben. Das verstehe ich. Dass das Menschen verwirren muss, dass Menschen zum Beispiel verwirrt sind, wenn sie mit AstraZeneca geimpft wurden. Sie wissen, dass wir gerade die Lehrer und Lehrerinnen, und wir haben gerade im Grundschulbereich sehr, sehr viele Lehrerinnen, die alle in der Regel unter 65 sind, die sich große Sorgen gemacht haben. Und jetzt will ich mal sagen, ich habe noch nie ein Wort der Anerkennung gehört. Es gehört aber auch dazu, als die Impfkommission plötzlich erklärt hat, sie empfiehlt es nicht mehr zu machen. Da war ein Großteil von denen mit AstraZeneca geimpft. Und wo waren jetzt die Vorschläge, was wir machen sollen? Ich kenne keinen einzigen. Keinen einzigen. Aber ich habe an jeder Konferenz teilgenommen. Und in dieser Konferenz im März hat uns die Impfkommission erklärt, man prüfe jetzt gemeinsam mit dem Paul-Ehrlich-Institut, ob es möglich sein könnte, dass man ein anderes Vakzin dann in der Zweitimpfung nehmen könne. Berühmte Kreuzimpfung. Und ob das geht, bin kein Wissenschaftler, kann mich nur darauf verlassen. So, dann haben die das mitgeteilt. Innerhalb von 10 Tagen ist es in Hessen gelungen, und wahrscheinlich anderswo auch, aber ich will jetzt mal über Hessen reden, dass ohne einen einzigen Ausfall alle diejenigen, die in der Erstimpfung AstraZeneca bekommen haben, ein Impfangebot bekommen haben, dass sie mit BioNTech in der zweiten Impfung kommen konnten. Das ist eine riesige logistische Leistung innerhalb von 2 Wochen. Darüber kann man mal reden. Da kann man mal Danke sagen denen, die das machen, meine Damen und Herren.
Und deshalb, ich bin bereit, über vieles zu diskutieren. Es gibt ja vielleicht auch noch bessere Ideen. Aber verzichten Sie doch darauf, alles mies zu machen. Die Menschen brauchen Orientierung. Denen nützt so eine Diskussion null. Wir haben eine ganze Menge von Fragen. Wann kommt denn die dritte Impfung? Was, wie lange hält das? Weiß niemand. Also werden wir uns vorbereiten. Und das haben wir mit den Kommunalen, auch das will ich heute mal sagen, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Und sind viele Sozialdemokraten zum Beispiel dabei. Und die können Sie alle fragen. Mit denen haben wir alles besprochen, einvernehmlich. Und wir werden die Impfzentren so lange lassen, wie die Notwendigkeit besteht, der Bevölkerung ein überzeugendes Angebot zu machen. Und wir werden das machen genauso mit den niedergelassenen Ärzten. Und was lesen die Menschen heute in den letzten drei Tagen? Wochenlang hat die Ärzteschaft erklärt, hebt die Priorisierung auf, gibt uns mehr Impfstoff. Das machen wir jetzt. Und jetzt erklären die gleichen Organisationen, Chaos kommt auf uns zu. Und die Krönung von allem ist dann, dass ein Impfstoff, von dem man gehört hat, dass er 3 Monate nach der Erstimpfung vergeben werden soll, jetzt nach 6 Wochen vergeben werden soll und das Ganze beworben wird, wir wollen Ihren Urlaub retten. Soll ich Ihnen mal zeigen, wie viele Berge, Mails und Briefe ich bekommen habe, wie das jetzt wäre? Ich kann das auch nicht beurteilen, aber ich spüre, was los ist. Und deshalb sage ich Ihnen bei allem Verständnis und bei aller Freude auch an der Polemik, die kann ich ja alles verstehen. In dieser Frage bin ich dankbar für jede Form der Gemeinsamkeit. Mit einigen wird es in diesem Hause keine geben. Aber sind wir doch mal ehrlich. Wir machen das so, die Rheinland-Pfälzer so ähnlich, die Niedersachsen ein bisschen anders. Im Großen und Ganzen hat hier keiner die Weisheit mit Löffel gefressen. Und ich bin ausdrücklich bereit, noch einmal zu sagen, ja, wir werden auch Anlass nehmen, zu schauen, was hätten wir denn im Nachhinein noch vielleicht besser machen können. Aber in einem bin ich überzeugt. Das, was wir in den letzten Verordnungen beschlossen haben, ist ein kluger Weg, er ist ein besonnener Weg. Und nach meiner festen Überzeugung haben ihn die Bürger in Hessen auch sehr positiv aufgenommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Erstmal vielleicht zur Gefechtslage. Wir haben jetzt eine Kurzintervention der Kollegin Böhm. Und dann sind den Oppositionsfraktionen 5 Minuten Redezeit zugewachsen. Und ich habe hier auch schon die erste Meldung des Kollegen Richter für die AfD. Frau Kollegin Böhm, Sie haben aber zunächst einmal das Wort zu einer Kurzintervention. Frau Böhm, ich habe Impfpflicht gesagt, Testpflicht gemeint. Ja. Ja, Herr Bouffier. Ja, der Herr Bouffier, das ist genau der Punkt, weshalb ich halt mich gemeldet habe. Die Anfangsbemerkung bezüglich unserer Partei geschenkt. Dass wir keine Wertschätzung, keinen Respekt von der CDU bekommen, das erwarten wir nicht. Eine Partei des Kapitals, der Aufrüster und der Rüstungsexporteure wird einer linken Partei keinen Respekt zollen. Das ist ihre Sache, ihre Angelegenheit. Das erwarte ich nicht. Aber ich erwarte, dass Sie hier die Wahrheit sagen. Und ich erwarte, dass Sie das hier von diesem Pult machen. Ich erwarte, dass Sie klären, klarstellen, dass ich nie von einer Impfpflicht gesprochen habe. Ich spreche grundsätzlich nicht von einer Impfpflicht. Nicht mal bei Masern habe ich eine Impfpflicht gefordert und schon gar nicht bei Corona. Und das muss sehr deutlich gesagt haben. Ich habe gesagt, es ist notwendig, dass getestet wird in den Kitas, dass die Erzieherinnen getestet werden, regelmäßig und verpflichtet getestet werden. Und ich erwarte, dass Sie das hier von diesem Pult klarstellen. Danke schön. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Der Ministerpräsident kann darauf antworten, und das macht er auch. Bitte schön. Frau Kollegin Böhm, ich habe das gerade von Herrn Kollegen Al-Wazir gehört. Ich habe wohl offenkundig Impfpflicht gesagt, aber Testpflicht gemeint. Ich bedauere das in aller Form. Ich nehme das zurück. Kein Vorwurf, sondern Testpflicht. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich rufe auf den nächsten Richter, den nächsten Redner. Das ist der Kollege Richter für die Fraktion der AfD. Bitte schön, Herr Richter, Sie haben das Wort. So schlimm bin ich auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren, so schlimm ist es nicht. Sehr viele Reden, die wir hier gehört haben, haben sich auf die niedrigen Inzidenzwerte bezogen, dass die Politik sich mittlerweile für Jahreszeiten ein wenig feiern lässt, was der Herr Ministerpräsident jetzt nicht gemacht hat, aber Redner, ist mehr als nur interessant.
Das Prinzip Hoffnung herrscht heute auf Basis der Impfungen im letzten Jahr zur gleichen Zeit und etwas später basierte die Hoffnung auf Basis des Unwissens. Ich erinnere mich an den Sozial- und Integrationsausschuss, wo man sich wirklich nicht vorstellen konnte, wo die nächste Welle herkommt. Wiederholen wir doch nicht, und ich sage jetzt auch mal wir, wiederholen wir doch nicht die Fehler aus dem Sommer 2020, meine Damen und Herren. Sie müssen einen Plan B für Mutanten haben und kommen nicht umhin, ein Scheitern der Impfstrategie, die Sie hier heute betreiben, in Erwägung zu ziehen. Aber das tun Sie nicht. Der Lerneffekt aus 2020 ist der, ein exponentielles Wachstum sofort und umgehend zu stoppen und das Chaos zu verhindern, was wir seit nunmehr mehr als einem Jahr erleben. Sie werden Antworten bieten müssen für alle Menschen in unserem Land, und diese Antworten bedeuten, Fehler nicht zu wiederholen, sich nicht auf falsche Maßnahmen zu verlassen, keine falschen Hoffnungen zu schüren, was mit den Impfungen im Moment für unsere Begriffe geschieht, sondern den Menschen reinen Wein einzuschenken. Sie müssen auch Antworten auf die Kosten finden, die durch Nachimpfungen und neue Wirkstoffe entstehen. Und Sie werden lernen, dass jeder Lockdown unserer Wirtschaft und den Menschen geschadet hat, aber nicht verantwortlich für niedrigere Inzidenzen gewesen ist. Über Aufklärung schauen Sie in andere Länder. Schauen Sie einfach in andere Länder. Die machen uns das vor. Es macht keinen Sinn, die Augen zuzumachen. Wir müssen von den Ländern lernen, die es besser gemacht haben. Das ist auch keine Kritik, sondern das ist einfach so. Über Aufklärung und Akzeptanz funktioniert der Weg. Das ist richtig erwähnt worden, die Menschen zu sensibilisieren und ihnen klarzumachen, dass ein kleiner Peak eben nicht ausreichend ist, um Infektionskrankheiten einzudämmen. Auch die Teststrategie muss überdacht werden. Schauen Sie jetzt aktuell nach Schweden, wo man die PCR-Tests einstellt. Wir brauchen neue Strategien, die Infizierungen und Erkrankungen in die Zahlen mit einbezieht. Herr Ministerpräsident, wir müssen vorbereitet sein. Wir können uns keine weiteren Experimente mehr leisten. Ansonsten regieren Sie ein völlig entkerntes Hessen, was niemals das Erbe Ihrer Politik und Ihrer Arbeit sein darf und was keine Partei hier im Hessischen Landtag auch sich nur annähernd wünschen kann. Ja, Herr Ministerpräsident, man kann ein Land nicht mit Verordnung regieren. Und ja, wir möchten unsere Grundrechte behalten. Strukturieren wir die erfolgreichen Maßnahmen. Lernen wir von guten Beispielen und halten wir nicht an falschen Beispielen fest. Verlassen wir uns nicht auf das Prinzip Hoffnung. Beziehen wir Kinder und Jugendliche bitte nicht in ein Langzeitexperiment neuer Impfwirkstoffe ein, sondern schützen wir sie, da wir dazu unbedingt auf die Erfahrung notwendiger Studien setzen müssen. Nicht umsonst hat sich das so durchgesetzt in den letzten Jahrzehnten, dass diese Studien unbedingt sein müssen. Wir können das nicht über Bord werfen, was medizinische Erkenntnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Wir als Opposition werden das begleiten. Wir werden das in Anträgen und Anfragen begleiten, so wie wir das seit Anfang 2020 tun. Und wir werden uns auch weiter einbringen und nicht einfach nur kritisieren. Denn uns geht es in der Tat um die Bürger unseres Landes und nicht darum, einfach nur Krawall zu machen oder in irgendeiner Form zu kritisieren. Und aus dem Grund möchte ich ein kleines Lob noch loswerden. Ich möchte nämlich das Lob loswerden, dass die letzten Regierungserklärungen, die hier zu Covid stattgefunden haben, ehrlich waren. Sie waren ehrlich in der Aussage, dass wir wirklich zum Teil so wenig wissen, dass wir experimentieren. Diese Ehrlichkeit, dafür bedanke ich mich. Und auch die Sitzung, die ich erlebt habe, oder die eine Sitzung, die ich erlebt habe, die war so, dass sie auch konstruktiv war. Und ich denke, auf dieser Basis sollten wir arbeiten. Und ich hoffe, Sie haben nicht uns gemeint mit den Kräften, mit denen man nicht arbeiten kann. Daran hoffe ich, das hoffe ich wirklich sehr. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Richter. Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion Die Freien Demokraten, der Kollege René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren!
kann sozusagen anknüpfen an meine Kritik von vorhin, als ich gesagt habe, wir hätten einen anderen Rahmen gebraucht. Ich möchte auch nur anmerken, Herr Ministerpräsident, ich glaube, die Fraktionen würden sich nicht über Redezeit beschweren. Was unser Thema war, das ist, wenn Sie eine gewisse Redezeit anmelden und sich nicht daran halten, ist es eben ein Ungleichgewicht bei der Frage, wer wie lange reden darf. Das ist einfach parlamentarisch klein-klein. Aber darüber brauchen wir uns, glaube ich, hier nicht auszutauschen. Das weiß auch jeder, der sich hier mit den Regeln auskennt in diesem Plenum. Was mir noch einmal wichtig ist, nur ein kleiner Aspekt, ich will nicht zu viel Zeit darauf verwenden, auf den Kollegen Bocklet. Es ist schon manchmal faszinierend, wie man einfach nicht zuhören kann oder einfach ignorieren kann, was hier von der Opposition vorgetragen wird. Das ist einfach unglaublich. Ich will es mal in drei kurzen Punkten aufmachen. Wir haben vor einem Jahr hier gefordert, der Kollege Pürsün, wir müssen den öffentlichen Gesundheitsdienst endlich digitalisieren, wir müssen mit genug Leuten ausstatten, hier muss was passieren, haben in unzähligen Anfragen, Sie haben ja schon gesagt, Herr Bocklet, der nervt ja schon im Ausschuss wegen seinen vielen Fragen, wir haben hier Vorschläge gemacht, Anträge gestellt, und ein Jahr danach haben Sie verkündet, jetzt hat doch jeder die Software, die wir brauchen, in den öffentlichen Gesundheitsdiensten installiert. Nach einem Jahr, Herr Kollege Bocklet, ein Jahr, nachdem wir das hier gefordert haben. Beim Impfen haben wir eine eigene Impfstrategie vorgestellt. Da sind Sie hinterhergelaufen, Sie haben es anders gemacht. So kann man es machen, so ist es halt um ein Vielfaches teurer und es ist schwieriger und Sie kommen nicht so an die Leute ran. Natürlich freuen wir uns über jeden Geimpften, das ist doch auch klar. Da haben wir einen anderen Vorschlag gemacht, ganz konstruktiv hier vorgelegt. Und wir haben auch zum Testen Vorschläge gemacht. Und bis heute, finde ich, haben wir die Möglichkeiten der Tests nicht ausreichend genutzt, um eben mehr Normalität in unser Land zu bringen. Und da sind ja zum Beispiel die Kitas und die Lolli-Tests ja hier schon auch vorgetragen worden. Ich könnte das noch ausführen. Am meisten erschrocken bin ich aber allerdings bei Ihrer Bemerkung, Herr Kollege Bocklet. Na ja, jetzt haben wir es ja im Griff. Das erinnert mich an das, was wir letztes Jahr gedacht haben. Als wir letztes Jahr, als die Zahlen runtergegangen sind und diese Landesregierung den Sommer in der Vorbereitung auf den Herbst komplett verschlafen hat und die Kinder in unserem Land das in den Schulen bis heute bezahlen, weil es keine Digitalisierung und keine Möglichkeit gibt für den Unterricht. Genau solche Sprüche sind hier aus der Regierung ja auch gekommen. Jetzt haben wir es im Griff, wir sind super, wir schlagen uns auf die Schulter. Die Kollegin von der CDU hat hier die Landesregierung bejubelt. Und dann standen wir im Herbst vor den Scherben. Ich sage jetzt, ich mache Hoffnung und hoffe, dass es vorangeht. Trotzdem müssen wir uns vorbereiten. Die dritte Impfung, wir müssen überlegen, welche Möglichkeiten haben wir, um einen dauerhaften Schutz zu haben. Vielleicht müssen wir uns demnächst regelmäßig einmal im Jahr impfen. Das mag ja alles sein, aber das müssen wir ernst nehmen. Wir können doch jetzt nicht wieder sagen, Herr Bocklet, boah, jetzt geht's runter, jetzt haben wir es geschafft, wir sind wieder super. Dann haben wir genau die gleiche Situation wie letztes Jahr. Und womöglich stehen wir dann im Oktober wieder da und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und wieder zahlen die Kinder, die Kulturtreibende, die Gewerbetreibenden und viele Menschen mit ihrer Existenz und ihrer Zukunft einen brutalen Preis für die Selbstzufriedenheit dieser Landesregierung, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt will ich mal zwei positive Sachen noch sagen. Ich fand gut, dass der Ministerpräsident gesagt hat, nein, diesen Sommer werden wir diesmal nicht verschenken, wir bereiten uns vor. Sehr gut. Das Zweite ist, Herr Ministerpräsident, denken Sie an die Kinder. Und jetzt sage ich mal, gucken Sie Ihre Verordnung an. Und überlegen Sie tatsächlich, ob es nicht mit einer Teststrategie und die Erzieherinnen und Erzieher, die das wollen, sind zumindest einmal geimpft und viele haben jetzt schon die zweite oder haben die Möglichkeit, jetzt die zweite Impfung zu machen und haben zum Teil die zweite Impfung schon, das weiß ich von Besuchen in Kitas. Von daher, wenn das so ist, wenn die Erzieherinnen, die das wollen, geimpft sind, und wenn wir mit diesen Lolli-Tests eine Teststrategie für eine Kita ermöglichen, dann ermöglichen Sie wieder ein gruppenübergreifendes Arbeiten. Dann ermöglichen Sie wieder die pädagogisch wertvolle Arbeit in den Kitas. Nehmen Sie die Flatterbänder, die die Kinder voneinander absperren, nehmen Sie die aus den Kitas raus. Da ist jeder Tag für die Kinder wichtig. Natürlich mit Vorsicht und natürlich mit Tests und natürlich mit Vernunft, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn Sie das nicht über sich bringen, dann räumen Sie in Ihrer Verordnung wenigstens eine Möglichkeit für Modellprojekte ein. Dann ermöglichen Sie den Kitas, die im Einvernehmen mit den Eltern eine Teststrategie haben, dass die wieder in Beziehungsarbeit mit ihren Kindern treten können, dass sie wieder normale Öffnungszeiten haben. Und sehr geehrter Herr Ministerpräsident, die Eltern würden Sie uns danken und die Kinder würden Sie ihnen danken. Und jeder Tag für unsere Kinder zählt, jeder Tag, den wir die Qualität nicht leisten können und die Kinder nicht zurücklassen, ist ein verschenkter Tag in ihrem Leben. Und da sollten wir für jeden Tag kämpfen, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Rock. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokraten, die Kollegin Nancy Faeser. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, ich finde schon spannend, wie Sie hier aufgetreten sind, um zu sagen, Sie ja, würden sich hier als normaler Bürger verstehen und Ihre eigene Verordnung verstehen. Also sagen Sie mal, wir bringen doch das, was Bürgerinnen und Bürger an uns rantragen, das habe ich Ihnen doch heute gesagt, was da an E-Mails reingekommen ist, an Widersprüchen zu dem, was Sie in der letzten Sitzung gesagt haben. Da können Sie sich doch nicht hinstellen als Ministerpräsident dieses Landes und sagen, ich als Bürger verstehe meine eigenen Verordnungen, meine Damen und Herren. Also, ich hoffe, es fällt Ihnen noch auf, wo da der Fehler, ehrlich gesagt, liegt. Sie müssen sich schon gefallen lassen, dass, wenn wir zahlreiche E-Mails bekommen, dass die Menschen im Moment nicht mehr verstehen, was im Einzelnen wann gilt oder wo auch Widersprüche sind, wo ich z.B. eine Testpflicht brauche, wo ich sie nicht mehr brauche, ab welcher Inzidenz. Da gibt es nämlich eine Menge Widersprüche in dem, was Sie gemacht haben. Nämlich z.B., wenn ich einkaufen gehe oder danach einen Kaffee trinke, dann stimmt das mit der Testpflicht nicht mehr überein. Da sollten Sie sich das vielleicht mal angucken und auch das, was wir hier vortragen, durchaus ernst nehmen. Und zu dem, was Sie immer dann so schön sagen, Sie haben nicht einen Vorschlag gemacht, das stimmt einfach nicht. Und ich will das hier auch noch einmal von Anfang an der Pandemie sagen. Wir waren die Ersten, die nach einer anständigen Ausstattung in alten Pflegeeinrichtungen hier verlangt haben. Wir waren diejenigen, die eine Testpflicht verlangt haben, die Teststrategien verlangt haben. Wir waren diejenigen, die wollten, dass die Lehrerinnen und Lehrer getestet werden. Da haben Sie Frau Kollegin Faeser, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lambrou? Und wir waren diejenigen, die hier das Wechselmodell schon im Herbst letzten Jahres gefordert haben, damit die Schulschließung verhindert werden können. Also es hätte Weggabelung gegeben. Und deswegen ist es nicht in Ordnung, da einfach so drüber zu gehen. Und das gilt auch für die Terminvergabe. Wir haben bei der Terminvergabe gesagt, nehmen Sie doch diejenigen zu Rate, die jetzt schon sich auskennen mit Terminvergaben. Da gibt es aus dem medizinischen Bereich etwas, das wird bei den U-Untersuchungen gemacht oder bei den Untersuchungen von Frauen, die regelmäßig angeschrieben werden für ab 50 Mammographietermine. Da gibt es bestehende Systeme, und es gibt auch bestehende Systeme, die in anderen Bundesländern angewandt wurden, bei beispielsweise Ticketvergabe von großen Konzerten. All das haben wir Ihnen hier vorgeschlagen, haben Sie alles von sich gewiesen. Aber tun Sie bitte heute nicht so, als wenn wir keine Vorschläge gemacht hätten, meine Damen und Herren. Und da Sie wieder gesagt haben, ist es ja, also am Ende haben Sie ja zumindest noch einmal eingestanden, dass auch Dinge schiefgelaufen sind. Ich will Ihnen eins noch einmal sagen, was jetzt kürzlich nicht gut gelaufen ist, und zitiere aus dem Hessischen Rundfunk. Bei hessenschau.de war zu lesen: Das Innenministerium hat in den vergangenen Tagen eine Reihe von verwirrenden E-Mails und Briefen herausgeschickt. Impflinge, die einen noch in der Zukunft liegenden Impftermin haben, wurden aufgefordert, zu bestätigen, dass sie keine Impfung mehr benötigen. Aus dem Ministerium heißt es, dass es sich um ein Standardschreiben handelt, das an jene verschickt wurde, die ihre Impftermine in den Zentren einfach verstreichen ließen. Achtung, aus Versehen sei der Brief auch an diejenigen rausgeschickt worden, deren Termine noch gar nicht stattgefunden hätten. Diese könnten das Schreiben einfach ignorieren. Da können Sie doch nicht so tun, als wenn hier nicht Dinge schieflaufen und hier nicht der Ort wäre, auch das anzusprechen, meine Damen und Herren. Hier gehört es doch hin. Und ich bitte Sie dann auch zuzuhören. Sie haben heute auf die Frau Kollegin Böhm gesagt, es hätte eine Impfpflicht gegeben. Ich verstehe das, dass man Testen und Impfen verwechselt. Das passiert mir auch. Überhaupt kein Vorwurf. Das passiert, weil man über Testen redet, über Impfen. Aber was nicht stimmt, und das ist das darunterliegende, das haben Sie letztes Mal schon hier gesagt, ist, dass wir eine Testpflicht für Kita-Kinder gefordert hätten. Das stimmt nicht. Sie können gerne noch einmal den Antrag der SPD lesen. Wir wollten bedarfsgerechtigt freiwillige Tests für Kita-Kinder. Und das gibt es bis heute leider nicht in diesem Bundesland. Und das war das, was wir gefordert haben. Deswegen bitte ich Sie dann auch, in den Debatten zuzuhören, weil das für den Kita-Bereich ein wichtiger Bereich wäre, um zu mehr Normalität zurückzukommen, meine Damen und Herren.
Und das Letzte ist der Bereich Schule, der mich wirklich ärgert. Ich habe es hier wirklich oft gesagt, dass wir frühzeitig ein Modell hatten, das beantragt haben mit dem Wechselmodell ab Herbst. Da hätte man Schulschließungen verhindern können. Und Sie, und das ist der Gegenstand der Debatte, Sie sind Ministerpräsident dieses Bundeslandes, und Sie haben zu verantworten, dass die Klassen 7 bis 11 fünf Monate nicht mehr an den Schulen waren. Und das können Sie auch nicht wegwischen, indem Sie heute sagen, wir waren immer diejenigen, die für Präsenzunterricht plädiert haben. Das ist ein Fakt. Und jetzt geht es darum, sich gerade um diese Kinder zu kümmern. Stufe 7 bis 11, fünf Monate. Fünf Monate Frusterlebnisse von zu Hause an den Bildschirmen, in Schwierigkeiten mit den Familien. Das muss alles abgefangen werden. Dafür ist eine Opposition da, um da den Finger in die Wunde zu legen und Dinge für unsere Schülerinnen und Schüler, für die Kinder dieses Landes besser zu machen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir sind am Ende der Aussprache. Die Mitteilungen der Landesregierung haben wir entgegengenommen. Den Dringlichen Antrag schicken wir den in den SIA, Günter Rudolph. Der Dringliche Antrag soll in den SIA. Ja, alles klar. Gut, dann verfahren wir so.